Moinsen, Mahlzeit und hallo, grüß euch mal wieder zu einer neuen Folge von Yuppie zockt Assassin's Creed Origins. Und heute kommt der Menschenfresser. Ja, diese Mission habe ich auf der Karte gefunden und dachte mir, gehen wir doch mal gemeinsam dahin. Ja, und somit, hallo, wieso komme ich hier nicht raus? Spring vom Mast runter und dann, jetzt, oh. Ich denke gerade so, wow, cool, schöne Falle, runterspringen da und ab ins Netz und tot bist du, yay. Na, das ist super, wenn du da so irgendwie einen Erfolg haben könntest. Stirb 10-mal innerhalb von 5 Minuten, das klappt da bestimmt. Sandy, vergib mir. Ich konnte es nicht überhören. Sagtest du eben Menschenfresser? Ja, der Menschenfresser holt sich schon seit Monaten die Leute von hier. Menschen werden vermisst. Weiß der Philakitai davon? Die Philakitai sind nutzlos. Erst letzte Woche sind 3 Fischer verschwunden. Kurz darauf trieben Stücke von ihnen im Fluss. Sie haben nichts getan. Wir wissen sowieso, wer es ist. Ja, ja. Der verrückte Alte da hinten. Hä? Wo? Wir behalten ihn im Auge. Wo? Verrückt? Dinge sind oft nicht, wie sie scheinen. Ich sollte mit dem Menschenfresser reden. Ah, okay. Wo auch immer er ist. Er könnte von Zubek besessen sein. Ah, okay. Er ist zu verrückt, um der Menschenfresser zu sein. Er tut nie etwas anderes als beten. Er frisst die Opfer von Zubek. Okay. Ein Junge am Steg? Okay. Soll er seine Ruhe haben? Er ist mit seinem Mann. Ah. Er mit den spitzen Zähnen. Mein Freund, hast du kurz Zeit? Weißt du etwas über die vermissten Leute hier? Ich bin nicht dein Freund. Verschwinde von hier. Zubek. Frisst mit seinem Maul. Er mit den spitzen Zähnen. Zubek frisst, wenn er sich paart. Er zerfleischt, wen er will. Krasser Typ. Aus dem bekomme ich nichts Sinnvolles heraus. Scheint verwirrt. Frisst Fleisch in den Körper mit dem Fischfutter. Götter, etwa Menschenfleisch? Oder Rind? Naja, gucken wir erstmal. Wir wissen ja noch nicht, was los ist. Fleisch. Faulig und aufgedunsen und schwer zu identifizieren. Es kommt von stromaufwärts. Das ist ja das. Alles, was in die Strömung gerät, wird hier angespült. Ja, gut. Also es kann sein, dass er es gar nicht ist. Das reinste Schlachthaus hier. Ja, ist okay. Aber ich weiß nicht, ob das Menschenfleisch ist. In all meinen Jahren als Magi habe ich so etwas noch nicht gesehen. Tja, sind wir mal gespannt. Es wird stromaufwärts angeschwemmt. Dann schauen wir uns das gleich mal an. Wie heißt du? Das ist meine Zubek-Puppe. Siehst du? Er trägt seine Kinder in seinem Maul. Vater hat sie mir geschenkt. Das toll. Ist sehr hübsch. Kannst du meinen Freunden sagen, dass sie zurückkommen sollen? Zubek hat nicht wirklich die Leute im Fluss gefressen. Das ist nur ein Spiel. Ich glaube nicht daran, dass das ein Spiel ist. Ich glaube eher, dass da irgendwer irgendwie ein Kult oder sowas hat. Irgendwelche Menschenopfer vielleicht, die von irgendwem da hinterlassen werden. Noch mehr Blut. Wo kommen die bloß alle her? Noch mehr Blut? Oh, Jungs, ihr steht hier einfach und macht mal hin. Schön. Okay. Noch mehr Blut im Wasser. Es kommt aus dieser Höhle dort. Bei Amun, was geht da vor sich? Also ich tippe auf Menschenopfer für irgendeinen Kult. So, okay, hier geht's nicht weiter. Also durchtauchen. Mal da durch. Und, Arme, Beine. Andere Körperteile. Oh, sehr hübsch. So. Was haben wir hier? Oh. Höre ich da ein Krokodil? Habe ich da ein Krokodil gesehen?
Kann ich hier hoch? Nein, kann ich natürlich nicht. Okay. Da hinten ist ein Krokodil. Dem will ich jetzt nicht zwangsläufig begegnen. Oh. Es stinkt nach Tod. Hallo? Wer ist da? Hä? Bitte, hilf mir! Halluziniere ich jetzt oder spricht das Krokodil mit mir? Okay, Krokodil, du stirbst erstmal. So leid es mir tut. So. Hä? Stirbst du immer noch nicht? Ah, doch. Okay. Einmal hartes Leder. Hä? Was war das? Amun. So viele Leichen. Alle angefressen. Und dieser Gestank. Ja, das ist krass. Amun. Danke, das hatten wir schon. So viele Leichen. Okay. Alle angefressen. Hier sind Sachen zu identifizieren. Hallo? Kissen und Luxus. Das sieht nach Sitzen für eine Art Theater aus. Okay. Vielleicht doch nicht Kult, sondern irgendwie so Schaukämpfe. Wer hier gesessen hat, wurde gut umsorgt. Kissen und Luxus. Ja, das hatten wir schon. Das sieht nach Sitzen für eine Art Theater aus. Okay. Ja, was das haben wir hier? Ich mir ansehen. Ah, okay. Nein, nein, nein. Sorry, Big C 2025. Dich räche ich heute nicht. Liegt einfach nur aber daran, dass ich jetzt erstmal hier die Quest machen möchte. So. Hier ist Erkundungsgebiet. Ist hier noch irgendwas? Ah, da hinten, okay. Ein Mensch. Hey! Sprichst du bayerisch? Den Göttern sei Dank. Sorry. Schnell, wir müssen gehen, bevor ihr zurückkommt. Wer? Was geht hier überhaupt vor? Der Einbalsamierer. Er wirft den Krokodilen Menschen vor. Was? Seine Gäste sehen zu, wie sie zerrissen werden. Ganz ruhig. Du bist sicher. Wo ist er jetzt? Sicher? Keiner ist hier sicher. Er hat mich auf dem Markt entführt, als ich Fische verkauft habe. Ich verschwinde hier. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass jemand zu so etwas fähig sein könnte. Krasser Schaden. Mist. Finden. Das ist seine letzte Vorstellung gewesen. Okay. Ja, dann wollen wir doch mal schauen. Also hier geht's raus und dann muss ich mir den Typen mal schnappen. Halt! Bleib stehen! Nee, nee. Hä? Okay, plündern. Gerade habe ich Zeit zu plündern. Okay, zwei Jungs, mit denen sollte ich klarkommen, oder? Oh, verdammt, ich habe mir eine neue Waffe ausgesucht und ausgewählt. Oh! Irgendwer kommt da hinter mir an. Ah, nein! 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 What? Ja. Ich wollte euch mal zeigen, wie das übrigens aussieht, wenn man scheitert. Ja, ja, das kann ich auch sehr gut. Ah ja, wo wir gerade dabei sind, kann ich dann auch gleich mal fragen, habt ihr schon abonniert oder wollt ihr vielleicht mal abonnieren? Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet und natürlich auch über Daumen nach oben, jegliche Form der Kommentare und so weiter. So, weiter geht's. Da haben wir das Ganze doch für einen schönen Werbebreak einfach mal nutzen können. Ah ja, wenn ihr Tipps und Tricks zu Assassin's Creed sucht, der Fragnard hat übrigens großartige Guides für dieses Spiel hier zusammengestellt. Und wenn ihr, ja, ich bin's nicht, aber wenn ihr Kingdom Come Deliverance spielt, dann könnt ihr euch da auch sehr gut umschauen. Ich leg mal einen Link zu seinem Kanal einfach bei mir in die Beschreibung rein, dann könnt ihr da drauf klicken, wenn ihr ihn noch nicht kennen solltet. Ich habe ja schon ein paar Mal über ihn geredet. Ist ein echt guter Typ und deswegen empfehle ich ihn sehr guten Gewissens. Er kann nicht nur gute Videos machen, nein, er ist dabei auch noch echt super nett. Ich will es gar nicht hören. Hallo. Nun balsamiere ich dich ein. Oh.
Ich balsamiere dich ein. Okay. Ab hinterher. Na komm. Hinter mir rennt der Typ her und den kriege ich doch wohl, oder? Attentat! Der Rotters ist tot. Ein kranker Mann. Oh. Setzt seinen Tag weg hier. Ende. Mögen sich die Götter um seine zahlenden Gäste kümmern. Keine Lust, nochmal was auf die Mütze zu kriegen. Na komm, hinterher. Was unter der Sonne? Komm ich da hoch? Ja. So. Hallo. Komm her. Bam. Jo. Bam. Okay. Das hat doch eigentlich ganz gut hingehauen schon mal. So als erste Mission zum Warmwerden. Mal gucken, wie viel ich heute mache. Ich habe leider Gottes nicht so viel Zeit, aber das liegt daran, ihr wisst es mittlerweile wahrscheinlich auch alle, ich bin selbstständig und mache eben was mit Medien und deswegen kommt dann zwischendurch mal eben die Zeit, dass man wie heute viele Sachen zu tun hat und deswegen komme ich auch eben jetzt erst kurz zur Aufnahme. Und ja, dann wollen wir doch mal gucken, dass wir das schnell durchkriegen. Und ja, schauen wir mal weiter. Hier sind wir übrigens scheinbar bei der Färberei, Gerberei oder irgendwie sowas, wie es aussieht. Ich weiß nicht, was es ist. Krokodilopolis hat scheinbar eine große Gerberei. Wo ist Blut? Ah, ich sehe es. Abgeschlachtete Sobeks in Krokodilopolis. Götter. Eine illegale Gerberei. Ja. Yeah. Auch mal schön. Da. Infos. Okay. Was haben wir hier? Es ist eine Menge Gold. Jemand zieht großen Gewinn aus diesem Sakrileg. Die Mumien sind voll mit Gold und Wertgegenständen. Wohin bringt man sie? Da sind Frachtzeichen angebracht. Dann wollen wir doch mal schauen, wohin uns das Diese führt. Mumien sind geschludert. Das ist die übelste Blasphemie. Okay, unser gläubiger Bayek ist sauer. Einfach aufgehängt wie Lumpen. Natürlich ist hier alles abgeriegelt, um den Mord an Göttern zu vertuschen. Krokodile werden getötet und mumifiziert. Die Arbeit ist schluderig und achtlos. Ein unvorstellbares Sakrileg. Die Mumien werden als Münzsäcke missbraucht und gestapelt wie Kisten. Sie verwenden die Leiber ermordeter Götter zum Schmuggeln. Amun, der Gestank allein dreht mir den Magen um. Wer das tut, verdient den Tod. Wie kann so etwas in Ägypten geschehen? Bei den Göttern. Das muss aufhören. Ich muss herausfinden, wohin man die Mumien verschifft. Diese Gerberei muss einen Kai in der Nähe haben. Jo, dann wollen wir doch mal dahin. Gucken wir uns mal um, wo hier irgendwie was ist. So, da vorne ist irgendwie ein Punkt, wo ich hin muss. Ja. Da ist auch schon wieder einer zu rächen. Hier scheinen viele Leute in der Gegend zu sterben. Ich will das nicht, da hat einer Ärger. Du weißt, das ist... Hier sollte ich vorsichtig sein. Hallo. Du kannst doch nicht... Ich nicht sicher. Okay. Aufgeladener Schlag hilft immer. Gut, ich habe einen selber abgekriegt, aber das macht ja nichts. Oh. Du hast mich nicht getroffen. Treffer. Hä? Wie? Diesmal brennst du nicht? Dann halt nicht. Oh. Ja, komm her. Okay. Treffer gegen mich, Treffer für mich. Das wirkte ausgeglichen. Okay, er hat nichts zum Looten, aber diesen Typen kann man befreien. Hallo. 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 Danke, Melchai. Mein Leben ist verschont. Doch so viel Gutes ist schon tot. Ich sah die Gerberei und die Mumien.
Ich weiß, was sie Sobeks Kindern antun. Du hast es auch gesehen? Dua Sobek, es ist unbegreiflich. Ich bin Padia Set. Ich diene im Tempel südlich der Stadt. Vergib mir. Ich muss zurück und um Führung bitten. Ja. Das wird mehr als ein Gebet brauchen, Priester. Wir müssen handeln. Die Mumien trugen Markierungen. Ich glaube, sie werden verschifft. Verschifft? Der Kult hat eine Triere. Sie folgt den Handelsrouten südlich der Stadt. Tu, was du tun musst, Magi. Ich bete für dich. Aber bitte riskiere kein weiteres Blutvergießen. Okay. Jo. Es wird so oder so. Kann ich nicht garantieren, aber... Ah, okay. Das wäre hier die Rettung. Verzeichnis des Schiffes. So finde ich raus, wohin sie unterwegs sind. Gut. So, dann wollen wir doch mal dahin. Und uns das Ganze etwas näher ansehen. Ey. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, da unten. Ist ja ein ganz kleines Gebiet. Ja, komm. Weit kann es nicht mehr sein. Hier haben wir jetzt irgendwie eine Festung. Ah, da stehen sie auch Schmiere. Eine ganz schön große Festung. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon drin war oder nicht. Das ist immer so die Problematik. Vergisst man ja schnell. So. Gott. Das Ding ist da. Na, hinschwimmen ist besser als gesehen zu werden und dann einen auf die Mütze zu kriegen von den Jungs, weil sie einen direkt schon rankommen sehen. Krokodilmumien werden schwerer. Die Opfergaben werden wohl mehr. Viel passt nicht mehr in ihre kleinen Leiber. Okay. Aber ist unser Treiben denn kein Sakrileg? Hey, ich wollte dich gerade verattentaten. Ja. Reichtum bedeutet Wachstum für den Tempel und Geld für uns. Sobeks Einfluss breitet sich aus. Geht es nicht darum? Bist du müde? Schön. Einfach mal ein bisschen hin und zurück. Das klappt manchmal ganz gut. Na, jetzt unten hin. Er scheint irgendwie sich da zu wundern, was da vorbeitreibt. Zumindest wirkte es so. Na, dich packe ich mir. Hä? Junge, du bist alleine. Kommst du her? Zeig dich. Ja, komm her. Oh, da ist noch einer. Ja, komm her. Je weiter ich nach links gehe, desto weiter folgt er mir. Wie cool ist das denn? So, kann ich dich jetzt hier... Nein. Ich dachte, ich könnte dich schnappen. Okay, machen wir es so. Haha. Gut. Was haben wir hier? Hier haben wir das Ding, das Verzeichnis. Diese Fracht soll zum Lager an der gestrandeten Triere geliefert werden. Lagert sie bis auf Weiteres im Zelt des Kapitäns. Öffnet oder bewegt das Paket nicht ohne Erlaubnis. Ja, ist okay. Das Ladungsverzeichnis. Die Fracht ist unterwegs zum Lager an der gestrandeten Triere im Westen. Ja, das habe ich gerade ja schon gesagt. Ptolemäus-Soldaten. Geld, Macht, Korruption. Ah, ein Schiff. Immer das Gleiche. Nicht wegfahren. Ich muss dieses Lager und mehr herausfinden. Du wolltest auch Landgang machen, oder wie? Vergib mir. Vergib mir. Er kann sich doch gemütlich hinsetzen. Ist doch halb so wild. So. Hier lang. Und dann da hinten zu diesem Lager. Ja, besorge Beweise, um die Korruption aufzudecken. Versuchen wir das mal.
Gegner kommen. Weit ist es ja... Wow! Sorry, aber ist das das Riesenlager? Das ist das gesuchte Lager. Die Informationen, die ich brauche, sind wohl im Zelt des Hauptmanns. Das Ding ist riesig! Okay, ich habe gerade eine Entscheidung getroffen und die heißt, ich spiele das Ganze morgen weiter und wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so war, lasst gerne einen Abo, einen Daumen, einen Kommentar oder was auch immer da. Und wir sehen uns einfach morgen wieder. Macht's gut, bis bald. Ciao, euer Juppie.